Impfstoff. Immer wird gesagt, wenn es denn irgendwann einen Impfstoff gibt. Es hat, das weiß man, noch nie einen RNA-Impfstoff gegeben, erfolgreich. Ist es gut, auf diese Wunderlösung zu setzen? Nein, also jede Vorhersage, dass wir einen Impfstoff haben werden, ist unseriös, weil wir es einfach nicht wissen. Es gibt viele Erreger, wo wir über Jahre an Impfstoffen forschen, HIV, Hepatitis C, Malaria, Syphilis. Gibt alles keinen Impfstoff, nicht alles Viren, aber wir können es einfach nicht vorhersagen. Es ist, Impfstoffforschung ist viel zu überraschungsreich. Und insofern denken Sie, wir werden eher ein Medikament haben, was wir einsetzen können oder auch mit einer Blutplasmatherapie arbeiten können? Oder ist dieses Remdesivir tatsächlich etwas, wo Sie denken, da kann man Menschen auch medizinisch sofort helfen? Also Blutplasmatherapie ist für andere Erreger effektiv. Emil von Behring hat dafür einen Nobelpreis gekriegt, dass er das herausgefunden hat und die Soldaten damit damals gerettet hat. Mhm. Auch andere antivirale Medikamente wirken häufig. Das muss aber erstmal in einer großen Studie gezeigt werden. Ne? Also das muss erstmal evidenzbasiert sein. Das Gefühl alleine reicht dabei nicht, sondern wir müssen es wissen. Mhm. Und Wissen kann man nur über Studien herausfinden. Das Problem bei solchen Medikamenten ist häufig, dass sie nur in der ersten Phase, in der frühen Phase bisher wirken und nicht, wenn schon ein schwerer Verlauf da ist, weil dann noch das Immunsystem und andere Faktoren mit reinspielen. Machen wir hier einen Punkt.